ein Thema, das sehr heiß debattiert wird, nicht nur in den Medien, sehr einseitig, lückenhaft, viele Hintergründe werden ausgelassen, sondern es spaltet auch leider, muss ich sagen, die Bevölkerung. Wir werden später noch darauf zurückkommen und sehen, dass das teilweise von Geostrategen auch so intendiert sein kann. Es muss nicht so sein, aber es ist ein Kalkül, das nachweislich häufiger schon auch so verwendet wurde. Und deswegen bin ich auch angetreten als Wissenschaftler und habe gesagt, ich arbeite jetzt mal dieses grundlegende Querschnittsproblem unserer heutigen Zeit möglichst sachlich auf, versuche dabei auch die verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen. Ich habe es hier in den Untertitel noch eingebaut, dass es um Lösungen gehen muss, die für Europa gut sind, aber auch für die Herkunftsländer der Migranten und Flüchtlinge. Denn eine Seite auszublenden mag eine kurzfristige Lösung sein, langfristig wird das nicht tragen. Die Problematik unserer akuten und aktuellen Flüchtlingskrise oder Migrationskrise fing nicht erst 2011 an mit dem NATO-Bombardement Libyens, wo ein funktionierender, wenn auch nicht demokratischer, nach unseren Vorstellungen Staat gründlich zerstört wurde. 35.000 Menschen kamen damals im Zuge der Bombardements direkt ums Leben, 50.000 Tote bisher, und ein Staat wurde nicht nur zerstört, sondern auch zum Tor letztendlich für illegale Migration nach Europa. Und der Schuldige wird in den Medien fast nie benannt. Das heißt einfach immer nur kommentarlos, Libyen ist im Chaos, es gibt keine ordentlichen staatlichen Strukturen, die allgemein anerkannt wären. Aber die Medien halten es nicht für nötig, daran zu erinnern, wer denn der Schuldige dahinter ist. Es ging natürlich schon los 2003 mit dem Irakkrieg, der aufgrund einer Lüge begonnen wurde. Sie erinnern sich an die Massenvernichtungswaffen, die die Amerikaner dort vermutet hatten oder mit Sicherheit dort wissen wollten. Und damals hat Gerhard Schröder noch den Mut besessen zu sagen, wir Deutschen werden uns an den Kampfhandlungen nicht beteiligen. Unsere jetzige Bundeskanzlerin ist damals nach Washington gereist und hat den Amerikanern ihre Solidarität bekundet. Sie würde also immer und bedingungslos da letztendlich an der Seite der Amerikaner stehen. Die Folgen, die spüren wir heute noch, denn damals wurde die Grundlage gelegt für das Entstehen des Islamischen Staats und der Prozess wurde sehr eng auch begleitet und war bekannt, wie wir später noch sehen werden im Laufe des Vortrags. Ich habe 2015 meine erste Forschungsreise, damals noch als Juniorprofessor an der Uni Tübingen, war ich nur bis 2015 in den Irak gemacht, habe dort viele Flüchtlingslager besucht und viele Interviews geführt mit Opfern des Islamischen Staats, vor allem jungen Frauen, die der Gefangenschaft des Islamischen Staats entkommen waren, der Sexsklaverei. Ich möchte hier nicht diese Grausamkeiten weiter schildern, die mir da vielfach begegnet sind. Sie können einfach auf YouTube suchen, Flucht aus der IS-Sklaverei, das wurde im ZDF-Auslandsjournal damals übersetzt. Ein Filmteam von Channel 4 aus Großbritannien war mit dabei in unserer Delegation und dieser Film, wie gesagt, den gibt es auch auf Deutsch heute noch auf YouTube. Interessant ist aber, dass eben die Entstehung dieser Flüchtlingskrise, die ja viel mit dem Erstarken des islamischen Extremismus im Nahen Osten zu tun hat, sehr wohl eben bekannt war und auch sogar begleitet wurde von den amerikanischen Behörden. Hier die Defense Intelligence Agency, das ist der militärische Abschirmdienst, MAD, wenn wir es mit deutschen Institutionen vergleichen wollen. Und Sie sehen in diesem Dokument, dass 2014 freigeklagt wurde unter dem Freedom of Information Act in den USA, dass es also schon 2012 bekannt war, zwei Jahre vor der Gründung des Islamischen Staats, dass ein salafistisches Fürstentum entstehen würde und dass es genau das ist, was die Opposition, also die Oppositionskräfte gegen Assad, dahinter steht die NATO, Saudi-Arabien, stand Türkei, da ist die neue Orientierung noch nicht ganz klar,
Das war also im Interesse dieser Mächte, um Assad loszuwerden, der eben ein Partner Irans war, der geopolitische große Rivale in der Region ist, insbesondere Saudi-Arabiens. Iran schiitisch, Saudi-Arabien sunnitische Führungsmacht in der islamischen Welt. Und man hatte sogar die ideale Atmosphäre gesehen, um den Dschihad, also den heiligen Krieg der Islamisten aus der arabischen Welt dort zu vereinen. Das ist also ein kurioses Kochbuch, was sie da zusammengestellt haben, was erst bekannt wurde, deutlich nachdem eben der Islamische Staat entstanden war. Und die ehemalige EU-Botschafterin im Irak, Jana Hibashkova, wusste auch, wie man den Islamischen Staat längst hätte stoppen können. Sie sprach davon, dass es rund 20.000 LKWs gibt, die Öl schmuggeln, was der Islamische Staat fördert und über die Türkei auch an europäische Staaten verkauft, teilweise zu einem Drittel des Weltmarktpreises. Das Erdöl ist eigentlich im syrischen Boden, ist also ein Eigentum des syrischen Volkes. Und wir haben letztendlich profitiert von diesem Raub der Bodenschätze Syriens und haben weggeschaut. Sie hat gesagt, man muss nur diese Lastwagenkolonnen stoppen und dann ist der Islamische Staat tot, denn seine Einnahmen von, ja, allein aus dieser Quelle von 100 Millionen Euro pro Monat, die halten den Islamischen Staat natürlich stark und am Leben. Das ist mittlerweile Vergangenheit, aber es erleuchtet uns ein bisschen, dass es also bekannt war. Jana Hibashkova wurde dann als Botschafterin in die Wüste geschickt, nach Namibia. Dort war sie nicht mehr schädlich, aber die EU ist nicht eingegriffen. Stattdessen hat Russland mit dem Eingreifen 30. September 2015 begonnen, diese Lastwagenkolonnen zu bombardieren. Und dann war es relativ schnell Schluss und der Dominoeffekt hat eingesetzt. Bald war der Islamische Staat dann zu Ende und die 68-Staaten-Allianz hinter den USA schreibt sich heute natürlich auf die Fahnen, aber es war das Eingreifen Russlands, was da den Unterschied gemacht hat. Ja, wenn wir Waffenexporte betrachten, jetzt wurden ja auch wieder neue Waffenexporte nach Saudi-Arabien freigegeben. Steinmeier hat da den Kotau gemacht und sich entschuldigt für Äußerungen seines Vorgängers Sigmar Gabriel. Da ist jetzt also wieder reine Luft. Man kann wieder Waffen exportieren nach Jemen, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien exportiert sie dann in Form von Anwendung nach Jemen, aber auch wir direkt exportieren zum Beispiel Schnellboote aus Deutschland, die saudische Marine dann nutzt, um die Seeblockade um Jemen herum aufrechtzuerhalten, sodass dort die Menschen hungern, die schlimmste aktuelle humanitäre Katastrophe in der Welt. Und diese Flüchtlinge kommen aktuell noch nicht bei uns an, weil das geografisch sehr schwierig ist, aber Saudi-Arabien erzeugt sie auch mit deutschem Know-how und Technologien. Übrigens hat auch Saudi-Arabien einen Hightech-Grenzzaun mit deutscher technologischer Unterstützung aufgebaut bekommen. Von deutschen Polizisten wurden dann dort die Grenzwächter ausgebildet. Und man hat so verhindern können, rechtzeitig vor dem Start, dem geplanten Start des Syrien-Konflikts, dass die Flüchtlinge in Richtung Saudi-Arabien kommen. Saudi-Arabien hat 600 Flüchtlinge aufgenommen, obwohl dort die Sprache gleich ist, Kultur, Religion gleich ist und Saudi-Arabien Millionen von Gastarbeitern braucht und aus fernen Kulturräumen importiert. Aber sie wollten sich, so haben sie das auch tatsächlich begründet, keine Konflikte importieren. Deswegen zuerst der Grenzzaun und dann die Destabilisierung Syriens. Ja, aber wir können uns trotzdem nicht ganz rausreden, weil die Waffenexporte in die Region hinein, die Sie hier sehen, Moment, ich brauche ganz kurz meinen Zeiger. Sie sehen also hier an dieser Linie, das sind die westlichen Waffenexporte, und an dieser Linie der schwarzen, das sind die Flüchtlinge und Binnenvertriebene, dass also hier die Anzahl stark korreliert. Waffenexporte erzeugen Flüchtlinge, die wir quasi im Gegenzug dann bekommen. Und es ist bekannt, dass keine militärische Operation
vollzogen wird, ohne Flüchtlingsströme, Flüchtlingsaufkommen mit zu planen, militärischerseits. Willy Wimmer, ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, weist da immer wieder darauf hin. Er ist Experte in diesem Gebiet. Dabei möchte ich noch kurz erwähnen, eingangs hatte ich das gesagt, es ist nachgewiesen von Professor Kelly Greenhill, Tufts University, an über 50 Fällen in den vergangenen Jahrzehnten, dass Massenmigration tatsächlich auch als geopolitische Waffe eingesetzt wird, um eigene Interessen durchzusetzen. Es ist also von daher die Hypothese zumindest mal in Betracht zu ziehen, dass zum Beispiel die Amerikaner, die ja hinter allen Militäroperationen im Nahen Osten und Nordafrika standen als treibende Kraft, ein Interesse daran hatten, dass die Nachbarschaft Europas zerschossen und in Brand gesetzt wird. Wir jetzt als Bewohner unseres Viertels, unserer Straße, würden normalerweise tunlichst vermeiden, das Haus des Nachbars anzuzünden, weil wir wissen, dass der dann nicht mehr so gut auf uns zu sprechen ist. Die Europäer haben das wohl nicht durchschaut. Es könnte aber nach dieser Hypothese eben, dass Massenmigration auch zur Schwächung einer Region eingesetzt werden kann, könnte es durchaus der Fall sein, dass die USA, die Europa als eben mächtigen Konkurrenten gesehen haben und heute sicherlich auch noch sehen, diese Migrationsströme auch mit dieser Zielsetzung losgetreten haben. Da werden wir nie letztendlich die endgültigen Beweise geliefert bekommen. Da dürfen wir aber auch nicht darauf warten, denn solche Beweise sind natürlich schwer zu erbringen, aber wir müssen zumindest, wenn wir solche Konflikte analysieren, gewisse Ermittlungshypothesen auch aufstellen, die uns vielleicht dann auch erhellend in diesem Forschungsprozess begleiten können. 2018, jetzt Anfang März, war ich wieder im Irak, gemeinsam mit meiner Freundin Schwester Hatune. Die ist in den 80er Jahren aus der Südosttürkei geflohen. Sie ist eine syrisch-orthodoxe Schwester, Nonne, und hilft sehr viel eben verfolgten religiösen Minderheiten im Nahen Osten, auch in anderen Ländern der Welt, also Jesiden und Christen insbesondere im Irak und Syrien. Und bei der Irak-Reise Anfang März 2018 war auch ein Bundestagsabgeordneter der AfD mit in der Delegation, Uli Oehme. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie Bundestagsabgeordnete in wirklich gefährliche Regionen der Welt reisen. Parallel ist, das wusste ich vorher nicht, auch eine Delegation nach Syrien gereist von 5 Abgeordneten, die sich dort mit sehr vielen verschiedenen Partnern oder auch einfach Informanten getroffen haben aus Regierung, aus Wissenschaft, aus Kirchen, aus Moscheen und eben einfach die Situation besser verstehen wollten. An was liegt es? Was kann man tun, um eben diese Länder zu befrieden, zu stabilisieren, sodass auch Rückkehrperspektiven entstehen? Was ja das allererste Interesse eines jeden Flüchtlings normalerweise ist. Also wenn wir bedenken, wir werden aus unserer Heimat vertrieben, dann wären wir natürlich froh, die Situation in unserer eigenen Heimat würde möglichst schnell stabilisiert und wir könnten wieder zurückkehren und unsere Heimat aufbauen. Also davon muss man ausgehen. Aber was ist passiert? Während noch diese Reise stattgefunden hat, haben verschiedene Medien Häme ausgegossen über diesen beiden Delegationen, dass es unmöglich sei, dass man eben sich damit Assad verbrüdere und dorthin reist. Die CDU hat empfohlen, dass man die Auslandskontakte der AfD vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Es war also ein medialer, kommunikativer Krieg gegen diese Bundestagsabgeordneten, die einfach ihren Job ernst genommen haben, gesagt haben, das ist ein riesengroßes Problem mit großem Effekt für Deutschland. Da müssen wir ran, da müssen wir uns drum kümmern. Und ja, während die anderen Fraktionen wahrscheinlich in der Toskana Urlaub gemacht haben, waren eben diese Abgeordneten im Irak und Syrien und man hat es nicht unbedingt gutiert. Wir haben dort gesehen, dass es einen starken Wiederaufbauprozess gab. Hier ein Jesiden-Tempel, der zerstört worden war vom IS und jetzt gerade wieder eingeweiht wurde. Wohngebäude, die im großen Stil in Erbil, das ist die Hauptstadt der Region Kurdistan, wieder aufgebaut wurden.
und auch Freizeitparks. Man hat also eine große Dynamik erkennen können und große Hoffnungen auch, dass die Bevölkerung, die geflohen war, wieder zurückkommt. Insbesondere das Oberhaupt der Jesiden, Baba Sheikh, also aller Jesiden weltweit, das ist quasi so wie der Papst für die Jesiden. Es gibt aber nur noch 1,5 Millionen Jesiden, nachdem sie in ihrer Geschichte rund 72 verschiedene Genozide zu verzeichnen haben mittlerweile. Aber er hat gesagt, ich hoffe, dass unsere jungen Leute alle wieder zurückkehren, damit unsere Religion, unsere Kultur im Irak, in Syrien nicht ausstirbt. In der Türkei ist sie schon fast ausgestorben nach dem Armenier-Genozid, der auch die syrisch-orthodoxen Christen und auch die Jesiden damals getroffen hatte, vor etwas über 100 Jahren. Ja, hier sehen Sie einen Spielzeugladen, auch Gewehre gibt es da zu kaufen. Das ist Irak, das ist Kurdistan. Und vor der katholischen Kirche muss immer jemand aus der Gemeinde eben Wachdienst schieben mit einer scharfen Waffe. Und interessanterweise hat der Bischof der Diözese Al-Kosh sehr verbittert gesagt im Gespräch mit uns, ihr Europäer habt doch eure Grenzen nur aufgemacht für unsere Leute, weil ihr billige Arbeitssklaven haben wolltet. Ich lasse es mal unkommentiert so stehen. Aber das ist die Wahrnehmung zumindest eines Bischofs, der erbittert darüber ist, dass einfach die Jugend, die Zukunft für seine Religion, seine Kultur in diesem Land wegbricht, nach ja, fast 2000 Jahren. Und es ist wichtig zu wissen, dass rund 90% der Christen in den letzten 15 Jahren schon aus dem Irak geflohen sind. Rund 90% sind schon verschwunden. Das heißt, es ist das Ende der Christenheit in der Wiege der Christenheit, kann man sagen. Mittlerweile ist Syrien weitgehend befreit. Diese Karte ist noch vom Mai 2018. Mittlerweile ist auch hier in der Provinz Idlib sind größere Teile schon wieder zurückerobert. Und es ist interessant zu wissen für uns als Steuerzahler, dass bei der Geberkonferenz, die in London stattgefunden hat, vor 2-3 Jahren 6 Milliarden Euro zugesagt wurden und wohl auch ausgezahlt wurden an Wiederaufbauhilfe in Syrien. Diese Gelder gingen aber rein in von islamistischen Rebellen besetzte Gebiete. Diese Gebiete sind mehrheitlich jetzt befreit und keiner weiß, wo diese 6.000 Millionen Euro, 6 Milliarden Euro hingekommen sind. Ja, dann ist auch noch interessant festzustellen, dass die Weißhelme eine sehr große Nähe zu Al-Qaida pflegen. Da können Sie selber recherchieren im Internet. Sie haben ja den alternativen Nobelpreis bekommen, kurioserweise. Und auch da sind also Hunderte von Millionen an Fördergeldern geflossen aus fast allen westlichen Staaten. Auch aus Deutschland sind zig Millionen geflossen. Und ja, als jetzt die südwestlichste Provinz befreit wurde, wurden dann auch Weißhelme, rund 800 mit ihren Familienangehörigen, dort eben über Israel evakuiert. Interessant, dass sie da in Sicherheit waren. Und es wurde beschlossen, sie aufzuteilen auf verschiedene westliche Staaten, unter anderem auch auf Deutschland. Also das doppelbödige Spiel setzt sich dann natürlich fort in vielfacher Hinsicht, was der Westen da gespielt hat. Es ist alles wichtig, damit Sie einfach die Flüchtlingskrise, die sogenannte, auch ein bisschen tiefer verstehen und sehen. Es ist eben nicht so, dass es da nur einen bösen Schlechter gab, den Diktator Assad, der Fassbomben auf seine Bevölkerung geworfen hat und Giftgas gegen seine Bevölkerung eingesetzt hat und gegen den wir alle nichts tun konnten. Und dann kamen die Flüchtlinge alle hierher. Sie müssen alle diese anderen Komponenten auch kennen, die eben in den Medien selten genannt werden. Aktuell gibt es auch in Syrien, vorher haben wir ja Irak gesehen, große Wiederaufbaupläne. Das hier ist ein Stadtviertel, was aus informellen Hüttensiedlungen bestanden hatte und völlig zerstört wurde im Krieg. Und hier sehen Sie beispielhaft eine Szene, wo auch eben junge Leute mithelfen, ihre Stadt wieder aufzubauen und einfach wieder zu säubern, wieder schön zu machen. Und das ist ein Bild, was natürlich in den Syrern vor Ort auch Hoffnung weckt, dass es weitergeht in ihrem Land und dass die
wohl geplante strategische Entvölkerung Syriens, wie es WikiLeaks zutage gefördert hatte aus Botschaftsdepeschen, nicht gut gehen wird, sondern dass in diesem Land wieder eine Zukunft entsteht, die Menschen auch wieder zurückkehren und das Land stark bleibt und nicht zerteilt, aufgeteilt wird, wie es momentan in Vorbereitung ist bzw. in vollem Gange ist. Ja, interessanterweise hat letztendlich keine andere Bundestagspartei außer der AfD bisher Anstrengungen unternommen, die EU-Sanktionen gegen Syrien zu stoppen. Die AfD hat einen Beschluss gefasst, dass die EU-Sanktionen, die verhindern, dass zum Beispiel medizinische Apparate, landwirtschaftliche Geräte mit Ersatzteilen wieder repariert werden können, damit eben Patienten nicht sterben, damit kein Hunger herrscht im Land. Diese Sanktionen sind von der EU auferlegt gegen Syrien und wir können davon ausgehen, dass Zehntausende Menschen schon aufgrund dieser Sanktionen gestorben sind. Das ist eine behutsame Rechnung. Aus den 90er Jahren wissen wir, dass die UN-Sanktionen gegen den Irak 1 Million Tote gekostet haben. 500.000 Kinder allein wird geschätzt. Und Madeleine Albright, die damals verantwortliche Außenministerin der USA, hat in einem Interview mal später gesagt, ja, das war es wert. Die Sache war es wert, dass man 1 Million Menschen, 500.000 Kinder sterben lässt. Und da möchte ich einfach auch nochmal darauf hinweisen, wenn es in der Medienberichterstattung um Konfliktthemen geht, wo also wichtige politische Interessen berührt sind, dann werden Sie nicht eine sachliche Analyse vorfinden. Das ist rein logisch zu erklären. Wo Machtinteressen im Spiel sind, wird jeder Diskurs, also jede Darstellung, jede Rede, jede bildhafte Schilderung, die Politiker vornehmen oder die Medien vornehmen, findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem Machtgefüge. Und dieses Machtgefüge, über die Steuerung gibt es verschiedene Mechanismen, Geld, Anstellungsverträge etc., wird eingewirkt, dass die Berichterstattung eben nicht neutral und transparent und sachlich ist, wie das eigentlich für eine funktionierende Demokratie grundlegend wichtig wäre. Sie sehen in den Medien nur die Schilderung, dass die AfD islamfeindlich ist und fremdenfeindlich ist, menschenfeindlich ist. Aber wenn hier 90% Araber und 9% Kurden, das ist also die Ethnie, die dort dominiert, und 90% Muslime davon profitieren, dass die EU-Sanktionen vielleicht abgeschafft werden, weil sich eine und irgendwann auch andere Parteien dafür einsetzen, dann ist das menschenfreundlich. Also da möchte ich einfach zu ein bisschen mehr Fairness in der Analyse aufrufen. Ja, was ich vertreten will, das reicht zurück letztendlich einfach auf meine wissenschaftlichen Erkenntnisse aus meiner Forschung in Afrika, Asien, meine Expertise im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Ich plädiere dafür, dass wenn wir humanitär helfen wollen in der Situation, wo Migrantenströme, Flüchtlingsströme entstehen, dann müssen wir nach dem Näheprinzip helfen. Also so wie es das Subsidiaritätsprinzip gibt, würde ich das Proximitäts-Näheprinzip nennen. Das heißt, um eben die maximale Effizienz zu erreichen im Mitteleinsatz, wenn wir helfen wollen und um auch die Menschen zu erreichen, die wirklich unter der größten Not leiden, dann müssen wir in räumlicher Nähe helfen, wir müssen möglichst rasch helfen, also in zeitlicher Nähe, wir müssen in kultureller Nähe auch helfen, das heißt Migranten maximal distant unterzubringen in möglichst fremden Kulturräumen, ist weder für die aufnehmenden Kulturräume noch für die Migranten selbst besonders angenehm. Wer von Ihnen schon mal im Ausland gelebt hat, in einem fremden Kulturkreis, wird das auch zu bestätigen wissen, dass man sich gerne auch mit dem eigenen umgibt. Das ist bei Deutschen nicht anders wie bei Syrern. Die ethnische Nähe ist auch ein gewisses Argument, denn ein Schwarzer, der in den USA lebt zum Beispiel, wird doppelt so häufig Opfer tödlicher Polizeigewalt wie ein Weißer, weil einfach ein gewisser ethnisch bedingter Rassismus wohl strukturell in fast allen Gesellschaften existiert. Also auch in welchen, die eigentlich schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange Erfahrung im Umgang zwischen verschiedenen Ethnien haben.
Dann die wirtschaftliche Nähe bedingt, dass ich eben nicht Migranten, die einen ganz anderen Ausbildungstypus durchlaufen haben. Ich möchte also nicht gering schätzen, wenn jemand in Afrika die dortigen Kompetenzen zum Fischereigewerbe zum Beispiel erworben hat. Das ist sicherlich sehr schwierig und sehr komplex und verdient alle Achtung. Aber den dann in eine Ökonomie zu bringen, wo gerade über Industrie 4.0 diskutiert wird, künstliche Intelligenz, und wo schon Ingenieure, wenn sie mal 50 Jahre alt geworden sind, oft bangen müssen, dass sie noch eine Folgeanstellung kriegen, wenn sie mal ihren Job verlieren, da ist es einfach nicht so einfach, diese Menschen zu integrieren. Also auch da ist es sinnvoll, das Näheprinzip zu respektieren und die Menschen eben in einem Raum unterzubringen, wo die wirtschaftliche Entwicklung ähnlich strukturiert ist wie da, wo sie herkommen. Ja, was jetzt aber in ist, auf Seiten unserer Bundesregierung, Europas, auch der UNO, ist das Gegenteil. Wir haben die Zusage Merkels Ende April in den Medien lesen können, sofern man RT Deutsch liest. In den anderen Medien habe ich fast nichts dazu gefunden. Sie können mal googeln, dass Deutschland 10.000 Kontingentflüchtlinge des UNO-Flüchtlingshilfswerks übernehmen wird, unter anderem auch aus der Tschad-Region. Es ist also eine Region, die in all diesen Bereichen, also maximal distant ist zu unserem Land. Merkel sagte damals, unser Ziel ist es, illegale Migration zu verhindern und durch legale Möglichkeiten zu ersetzen. Das ist für mich noch kein Konzept, das mich wirklich überzeugt. Was ich unter dem Proximitätsprinzip verstehe, das habe ich auch schön nachvollziehen können an der Arbeit meines ehemaligen Hauptassistenten an der Uni Tübingen, Dr. Yakubu Joseph. Er ist selbst Nigerianer, arbeitet heute für eine Schweizer Hilfsorganisation in Nigeria, in der Flüchtlingshilfe und in der Neuansiedlung von Boko Haram-Flüchtlingen, also die vor der Terrororganisation im Nordosten Nigerias fliehen mussten, in Zentralnigeria. Und da sehe ich, mit welcher immensen Mitteleffizienz den Menschen dort geholfen werden kann. Und die Menschen in diesen Flüchtlingslagern äußern nicht den Wunsch, nach Europa zu kommen, sondern dass ihre Heimat wieder befriedet wird und dass sie dort den Wiederaufbau möglichst schnell angehen können. Und das ist, denke ich, der Ansatz, den wir auch nicht nur halbherzig, sondern wirklich mit entsprechenden finanziellen Mitteln unterstützen sollten. Was aber tatsächlich stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, ist Folgendes. Man hat 1970 versprochen, dass die Bundesregierung und auch alle anderen OECD-Staaten 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe aufwenden. Deutschland lag meistens deutlich drunter, wie Sie hier an dieser Kurve sehen. Da ist 0,3, da ist es ungefähr so rumgependelt lange Zeit. Jetzt ist es angestiegen, aber auch, weil wir unsere Rechnung verändert haben. Wir haben nämlich jetzt zu 25% auch einen Teil unserer Flüchtlingskosten, die wir hier vor Ort in Deutschland haben, mit eingerechnet, was natürlich nicht unbedingt seriös ist, denn es ist nicht unbedingt Entwicklungshilfe, wenn dann, was der Spurwechsel, den ja die SPD gefordert hat, die CSU vehement abgelehnt hat, aber letztendlich genauso jetzt auch in der Großen Koalition umsetzen will, bedingt, dass wir alle, die gut qualifiziert sind und die sich hier in die Wirtschaft integrieren können, hier behalten und die anderen armen Schlucker zurückschicken. Also das heißt, Brain Drain, also den Abfluss von Kompetenzen aus den Entwicklungsländern, das wurde von allen Entwicklungsexperten jahrzehntelang immer massiv kritisiert, dass sich die Industrieländer bedienen an den Besten dieser Länder und die hierher bringen. USA ist da top, holt die alle an ihre Top-Universitäten, behält sie dann. Das ist sehr schädlich für diese Länder, behindert deren Entwicklung. Und wir wollen das jetzt institutionalisieren und sind auch stolz darauf, dass wir ja auch so humanitär sind. Wir stürzen diese Herkunftsländer in die dauerhafte Armut. Und wenn es um die Militärausgaben geht, dann reicht da das Wort von Obama 2014 beim NATO-Gipfel in Wales. 2% sollen auch bitte die Europäer alle ausgeben. Das wären 100 Milliarden pro Jahr mehr als damals, als der Beschluss gefasst wurde. Mit diesen 100 Milliarden könnte man die Weltbevölkerung mehrfach ernähren.
Wie wird es begründet? Mit dem Feindbild Russland. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe dazu auch viel gearbeitet. Die Druzhba-Friedensfahrten sind Ihnen vielleicht auch ein Begriff. Seit 2016, wo wir viele Menschen nach Russland gebracht haben, um den Dialog wieder anzustoßen. Aber das ist nicht zielführend, wenn wir Feindbilder künstlich schüren und da, wo die Gefahren wirklich liegen, so tun, als gäbe es keine. Ja, die Entwicklungshilfe muss definitiv revolutioniert werden. Sie darf nicht so fortgesetzt werden wie bisher, wo große Beträge teilweise in Staatskassen fließen und keiner genau weiß, was passiert mit dem Geld. Das heißt dann Budgethilfe, wo teilweise sich die Eliten bedienen und nichts rauskommt bei der armen Bevölkerung, wo teilweise Industrieprojekte gefördert werden, zum Beispiel Biosprit im Senegal und dann die Bauern vertrieben werden und der Biosprit hier nie in den Tanks ankommt und zudem auch keine besonders erquickliche Wirkung erzielt, wie ihn jeder Naturwissenschaftler vorrechnen kann. Wir brauchen also eine massive Effizienzsteigerung der Entwicklungshilfe. Wir brauchen eine Erhöhung definitiv, aber die ist gekoppelt an eben die anderen Kriterien, dass die Gelder auch richtig eingesetzt werden. Und wir brauchen eine regionale Konzentration auf die Gebiete, wo eben die Not am größten ist und die Flüchtlinge auch tatsächlich zu uns kommen. Das ist ganz im eigenen Interesse, wenn wir das eben erkennen. Und dann brauchen wir eine thematische Fokussierung natürlich auf die Bereiche, die wirklich auch Zukunftsperspektiven schaffen. Also Bildung, Ausbildung, unser duales System in der Berufsausbildung wäre sehr leicht und sehr gut übertragbar, natürlich angepasst auf andere Länder. Aber wir schaffen das ja schon nicht einmal innerhalb Europas, das zum Beispiel nach Spanien, nach Griechenland zu übertragen, wo 60% der Jugendlichen teilweise arbeitslos sind, dauerhaft arbeitslos sind, also nie in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Um die haben wir uns nie gekümmert. Wir hätten längst irgendwelche Programme auflegen können, dass junge Südspanier oder Griechen zu uns kommen können, in unseren Firmen Ausbildungen machen können, lernen dabei Deutsch, gehen teilweise zurück, bleiben teilweise hier. Europa wächst zusammen und die Jugend dort hat eine Chance. Aber das ist uns unserer Regierung leider auch nie eingefallen. Politische Konditionalisierung ist ganz wichtig, denn es kann nicht sein, dass die Regierungen einfach tun, was sie wollen und die Entwicklungshilfegelder fließen weiter. Also die Kooperationswilligkeit ist eine wichtige Voraussetzung. Dann die Hilfe für den Aufbau staatlicher Strukturen ist auch wichtig in den Ländern, aber auch zum Beispiel in den Botschaften hier vor Ort. Es ist vielleicht Ihnen nicht bekannt, dass teilweise Rückführungen, Abschiebungen von nicht bewilligten Asylbewerbern, von abgelehnten Asylbewerbern daran scheitern, dass einfach die Botschaften jahrelang keinen Pass ausstellen für ihren Bürger. Und das kann so nicht sein. Da muss man diesen Botschaften Beine machen. Aber man muss auch die Botschaften natürlich arbeiten lassen. Im Falle Syriens ist es so, dass die Bundesregierung nicht mehr als 3 Mitarbeiter akzeptiert in der syrischen Botschaft. Wir unterhalten gar keine Botschaft in Syrien. Das heißt, es findet gar kein Dialog statt. So kann natürlich auch keine Kooperation entstehen. So können auch keine Zukunftsperspektiven aufgebaut werden. Dann Wirtschaftspartnerschaften sind auch ganz wichtig, dass eben auch das Privat Engagement von Unternehmern mit einfließt und damit auch die entsprechende Effizienz und eben auch wirklich, dass den Menschen zugutekommt und der dortigen, aber auch unserer Wirtschaft zugutekommen kann. Ja, was ist der Hintergrund dieser Überlegungen? Der Hintergrund ist ein ganz einfacher, der selten genannt wird in der öffentlichen Debatte. Es ist das Recht des syrischen Volkes, es ist das Recht des deutschen Volkes, es ist das Recht eines jeden Volkes, seine kulturelle Entwicklung selbst zu bestimmen. Das ist also nicht von der Elite zu steuern, sondern das ist ein grundlegendes Menschenrecht, für das sich niemand entschuldigen muss, wenn er es in Anspruch nimmt. Das ist also im Sozialpakt der Vereinten Nationen im Artikel 1 zugrunde gelegt, weil es eben ein grundlegendes, ein wichtiges Recht ist. Und was aber dann tatsächlich getan wird seitens der UNO, die ja eigentlich ihren Sozialpakt kennen müsste, ist, dass sie eine Art
Migrationsreligion versucht gerade zu etablieren. Sie stellt also zum Beispiel solche Werbefilme ins Netz, wo gezeigt werden soll, dass Migration grundsätzlich gut ist, wünschenswert ist, gefördert werden muss und dass 244 Millionen eben in Bewegung sind. Und das ist was, was wir begrüßen müssen. Und wer das noch nicht verstanden hat, der muss letztendlich da einfach mit entsprechenden massiven Maßnahmen aufgeklärt, sprich umerzogen werden. Und wenn dann 99% derer, die solche Werbetrailer anschauen, den Daumen runter geben, interessiert es die UNO natürlich gar nicht. An ihren Verhandlungstischen wird dann der Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ausgehandelt, also sprich der globale Pakt für Migration. Und die Bundesregierung will am 11. 12. Dezember in Marrakesch diesen Pakt ratifizieren. Im Sommer lief schon eine Vorstufe, nur die USA und Ungarn sind ausgeschert, unterstützen diesen Pakt nicht. Österreich überlegt sich gerade noch. Aber die Problematik ist die, dass dort wirklich Migration als das erstrebenswerte Ziel etabliert wird und alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden sollen. Sei es in der Darstellung in den Medien oder in der Bildung oder in der Sicherheit auch von Migration. Es soll also quasi das Recht auf Migration etabliert werden. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Also was ist der Mehrwert an Migration? Also es gibt Mehrwert an Migration, das ist mir schon klar. Aber warum ist das so ein wichtiges Ziel, wie es auch zum Ausdruck kommt bei einigen unserer Medienmachern? Jakob Augstein zum Beispiel hat gesagt, durch Einwanderung könnte Deutschland zum neuen, besseren Amerika werden. Wir müssten uns nur von den lieben Gewohnheiten verabschieden, zum Beispiel vom Sozialstaat, wie wir ihn kennen. Ja, das ist Werbung für ein Konzept, was letztendlich nicht mit der Bevölkerung richtig offen und auch was die langfristigen Folgen angeht, jemals diskutiert wurde. Es wird also promoted. Und Jascha Munk hat in den Tagesthemen gesagt, dass er zuversichtlich sei, dass das historisch einzigartige Experiment, sowas macht man normal im Labor oder mit Mäusen auch, eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Er ist zuversichtlich, dass es gelingen kann. Die Frage ist nur, wer führt da Experimente durch, mit welchem Ziel und Zweck? Also uns werden immer andere Gründe eigentlich genannt, warum wir Migration brauchen. Die können wir auch noch hinterfragen. Aber es ist doch die Frage, wollen denn die Kulturen tatsächlich so durchmischt werden? Ich möchte ja den Muslimen nicht vorschreiben, dass sie in gewissen Ländern, in denen ich auch schon war und geforscht habe, zum Beispiel Nordnigeria, die Scharia anwenden, oder in Saudi-Arabien, wo sie genauso strikt angewendet wird, wie sie vom Islamischen Staat angewendet wurde. In Saudi-Arabien starben in der gleichen Zeit mehr Menschen durch Scharia-Richtersprüche als wie beim Islamischen Staat. Aber die Frage ist doch, müssen denn unbedingt diese Kulturen jetzt auf Teufel komm raus durchmischt werden? Denn die Kulturen sind natürlich über lange Zeiträume entstanden aufgrund gewisser gegebener einzigartige Rahmenbedingungen. Wenn die über lange Zeit stabil waren, konnte sich eine Kultur über Jahrhunderte herausbilden. Wenn aber diese Rahmenbedingungen massiv verändert werden, wird die Kultur natürlich auch so nicht mehr weiter existieren. Und wenn sie möglichst alle Gesellschaften maximal heterogenisieren, durchmischen, dann werden sie natürlich am Ende auch die Vielfalt der Kulturen, die wir ja alle wünschen und alle loben und alle wollen, aufgegeben haben. Nur ganz kurz hier als Beispiel eben zu kultureller Distanz, also die Rechtsprechung, wie sie in Deutschland vorherrscht, im Zivilrecht unterscheidet sich natürlich maximal von der Rechtsprechung, wie sie im Scharia-Recht getroffen wird, gesprochen wird. Das ist aber nicht nur beim Scharia-Recht so, auch in Afrika gibt es natürlich Naturreligionen. Auch da kenne ich einzelne Beispiele, wo Rechtsprechung völlig anders als bei uns in Deutschland üblich gesprochen wird. Aber wir nehmen jetzt nur mal das Beispiel raus. Diese Grafik ist vom Bundesstaat Kelantan in Malaysia. Und da sehen Sie, dass auf Apostasie, sprich
die Abkehr vom Glauben, also hier vom islamischen Glauben, mit der Todesstrafe belegt wird. Das ist Konsens in allen vier Rechtsschulen des sunnitischen Islam. Wenn Sie dann die Kairoer Menschenrechtserklärung anschauen, dann sehen Sie, dass es eben nicht nur mittelalterliches Recht ist, sondern dass 1990 alle mittlerweile 57 in der OIC vereinigten islamischen Länder der Erde das unterschrieben haben. Das ist ein wirklicher Gegenentwurf zur Charta der Vereinten Nationen, die diese Länder auch unterschrieben haben, der sie eigentlich nicht widersprechen dürften. Aber sie haben sich eine Menschenrechtscharta gegeben, wo das Leben zwar geschützt ist, aber ausgeschlossen sind eben Fälle, wo die Scharia etwas anderes verlangt. Und das sind natürlich Wertekonflikte, die da aufeinandertreffen können. Bitte denken Sie jetzt nicht in Ihren Köpfen so pauschal, dass jeder Moslem vollkommen die vollkommene Scharia befolgt. Es gibt da viele, viele Schattierungen natürlich. Aber es ist eben ein gewisser Wertekonflikt, der natürlich durch die Heterogenisierung von Gesellschaften einfach erst entsteht, wo neue Konflikte entstehen. Und wenn Sie jetzt eine Umfrage der Einstellung der Muslime weltweit von 2013 heranziehen, sehen Sie, das ist vom Pew Research Center in Washington, dass eben immerhin noch 1,1 Milliarde der Muslime sagen, dass die Scharia auch tatsächlich angewendet werden sollte als das tragende Gesetz von damals 1,6 Milliarden Muslimen. Es hat also eine Relevanz. Und auch bei immerhin schon etwas besser integrierten muslimischstämmigen, hier türkischstämmigen Jugendlichen in Deutschland lässt sich feststellen, dass es zwar eine Verbesserung gibt, hier habe ich rausgegriffen, dass quasi Gebote der Religion wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem der jeweilige Migrant lebt, sind. Da sagten die Einwanderer der ersten Generation, für 57% sind die religiösen Gebote wichtiger. Und heute sagen es nur noch 36%, aber immerhin 36%. Und wenn Sie eben Scharia-Gesetzgebung mal in Betracht ziehen, genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen Sie, dass das natürlich Konflikte bedingt, dass natürlich Parallelwelten, Parallelwertewelten entstehen. Das kann Ihnen auch der Deutsche Richterbund bestätigen, der sich mit der Problematik der Scharia-Gerichte beschäftigen muss mittlerweile in Deutschland. Es gibt Friedensrichter, die einfach jenseits deutscher Rechtsprechung für sich eben auch teilweise schwere Straftaten verhandeln und nach ihren Regeln bestrafen, was natürlich unseren Rechtsstaat weiter aushöhlt und nicht in unserem Sinne sein kann. Dann die hochgelobte Heterogenität, nein, nicht Heterogenität, sondern der Schmelztiegel, so nannte es ja unser Jakob Augstein vom Spiegel, der USA, ist im Grunde genommen nichts, was wirklich verschmolzen ist. Es ist und bleibt Heterogenität. Sie sehen hier eine Karte von San Francisco, Bay Area in Kalifornien, auf der linken Seite, auf der rechten Seite von Chicago. Und Sie sehen da die verschiedenen ethnischen Gruppen in verschiedenen Farben dargestellt. Und Sie sehen, dass eben recht häuserblockscharf die Trennung zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen stattfindet. Das heißt, es gibt eben nicht dieses Verschmelzen und dieser Gemeinschaftssinn ist eben nicht ethnienübergreifend, kulturübergreifend, sondern wird hauptsächlich innerhalb einer gewissen Wertewelt gelebt. Und das ist ganz wichtig zu wissen, denn wenn wir uns auf so ein Experiment einlassen wollen, müssen wir diese Fragen diskutieren. Müssen wir natürlich solche Fragen in den USA einfach auch untersuchen. Und dann werden wir feststellen, dass es eben sechsmal so viele Schwarze in Haft gibt in den USA wie Weiße, bezogen auf den Anteil an der Bevölkerung. Wir werden auch sehen, dass eben tödliche Polizeigewalt doppelt so viele Schwarze trifft wie Weiße, bezogen auf den Anteil an der Bevölkerung. Und das sind Zustände, mit denen haben die USA schwer zu kämpfen. Teilweise sind da Städte sehr stark betroffen, die eben die größten sozialen Spannungen haben. Die stehen teilweise am Rande eines Bürgerkriegs, beziehungsweise in dem Zustand eines latenten Bürgerkriegs. Das müssen wir alles wissen, das müssen wir offen diskutieren und dürfen nicht mit irgendwelchen tabuisierenden Keulen solche kritischen Aspekte einfach totschlagen oder unter den Teppich kehren. Dann ist auch noch zu berücksichtigen, wenn es immer heißt,
Wir brauchen dringend Fachkräfte. Wir brauchen dringend auch Menschen, die in unsere sozialen Sicherungssysteme einbezahlen. Die Fachkräftefrage müssen wir langfristig betrachten. Wenn eine Fachkraft, die jetzt 20 ist, die wir herholen, die müssen wir 45 Jahre lang hier beschäftigen. Wenn wir aber Studien verschiedener Wirtschaftsforschungsinstitute anschauen, dann werden gerade in den etwas geringer qualifizierten Berufssegmenten mehr als die Hälfte der Jobs in den nächsten Jahren wegfallen. Nur in den höher qualifizierten Bereichen, hier unten akademische Berufe, Führungskräfte, da wird es nur geringe Einsparungsmöglichkeiten geben, weil eben Automatisierung, Roboterisierung, künstliche Intelligenz diese Jobs nicht so leicht ersetzen kann. Aber wenn wir wissen, dass wir Hunderttausende von Arbeitsplätzen in den kommenden Jahren, Jahrzehnten verlieren werden, auch dadurch, dass wir zum Beispiel die Verbrennungsmotortechnologie aufgeben werden, so ist aktuell der Plan der Bundesregierung. Da werden Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gehen und es ist überhaupt nicht sicher, dass neue Arbeitsplätze in diesem Bereich in Deutschland entstehen, weil eben Südkorea, Japan und China in diesem technologischen Bereich sehr viel weiter ist und weil diese Technologien sehr viel weniger menschliche Arbeit erfordern. Also das muss auch diskutiert und berücksichtigt werden. Dann die sozialen Sicherungssysteme stehen unter Stress, auch ohne Immigration, die ja meistens Immigration in soziale Sicherungssysteme ist. Denn die Immigranten sind nachweislich deutlich unter dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung qualifiziert. Das heißt, selbst wenn sie in Arbeit kommen, werden sie es kaum schaffen, ein Plus zu erwirtschaften in den sozialen Sicherungssystemen. Das gelingt nur ganz wenigen unter den Migranten. Wir haben einen Alters- oder einen Gesamtquotienten, einen Abhängigkeitsquotienten, der hier ist 2018, in den nächsten 10, 20 Jahren massiv ansteigen wird. Das heißt, der Anteil der über 65-Jährigen, der unter 15-Jährigen wird sehr stark ansteigen im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung, von der ja nur ein gewisser Teil auch in die sozialen Sicherungssysteme einbezahlt. Das heißt, unsere sozialen Sicherungssysteme würden wahrscheinlich in 15 Jahren spätestens kollabieren, auch bei Status quo. Und sie werden sehr viel schneller kollabieren, wenn wir eben sehr unqualifizierte und kostspielige Einwanderung haben. Das ist keine rassistische Aussage, sondern einfach ein Rechenspiel. Und da können Sie gerne entsprechende Ökonomen dann im Internet mal konsultieren. Professoren wie Hans-Werner Sinn bzw. Raffelhüschen haben das durchgerechnet und können Ihnen da Zahlen konkret dazu nennen. Ja, interessant ist, dass jetzt ja klar geworden ist, die Dublin-III-Konvention, wie wir sie haben, funktioniert nicht, weil die Staaten nicht willens sind, sie anzuwenden, allen voran Deutschland. Das besagt ja, dass ein Migrant, der eben den Schengen-Raum betritt, in einem sicheren Drittstaat ja ankommt und dort letztendlich registriert werden muss und sein Asylbescheid dort entschieden werden muss. Aber sie wurden ja 2015 dann alle eingeladen, eben nach Deutschland durchzukommen. Auch bis Schweden sind sehr viele gekommen. Und dann hat man gemerkt, okay, wir müssen jetzt einfach die Gesetze anpassen, weil wir sie nicht einhalten wollen. Und Ungarn zum Beispiel hat ja dazu beigetragen, dass der eigentliche Gedanke von Schengen umgesetzt wird und die Außengrenze gesichert wird. Dazu ist Schengen als Außengrenzland verpflichtet, qua Vertrag. Aber sie wurden ja unglaublich kritisiert dafür, dass sie das getan haben. Also es ist einfach nicht gewünscht. Es ist nicht unmöglich, aber es ist einfach nicht politisch gewünscht. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen und dürfen uns auch nichts anderes erzählen lassen. Jetzt wird Dublin IV verhandelt in Brüssel. Und da hat man sich ausgedacht, dass man doch den Migrant einfach selber überlassen könnte, wenn er die Grenze überschreitet und Asyl ruft, dass er dann sagen kann, ich habe eine Tante in Deutschland und das muss nicht nachgewiesen werden, sondern wird er direkt nach Deutschland verbracht. Wenn jetzt aber ungefähr 60% der Migranten der letzten Jahre in Deutschland gelandet sind, werden natürlich auch mindestens 60% dann gemäß dem Gesetz der Kettenmigration, man migriert dahin, wo schon Verwandtschaft oder Freunde sind, werden auch bei uns landen. Und es gibt natürlich auch einen Wettbewerb der sozialen Sicherungssysteme als Angebots-, als Pull-Faktor, der Migranten anzieht. Und je besser eben die Konditionen in Deutschland sind, je schlechter sie in Österreich werden, desto eher lebt halt die Tante in Deutschland statt in Österreich. Das ist ganz normales Verhalten eines Homo economicus, aber der Staat müsste sich ja entsprechend darauf einstellen. Er hätte ja die Sachexpertise, er hätte die Möglichkeiten, Gesetze und Regularien entsprechend anzupassen. Der Wille ist aber nicht gegeben. Die CSU hat zum Beispiel interessanterweise auch in Brüssel
dieser Regelung zugestimmt im Europäischen Parlament. Und in Deutschland wird oder in ganz Europa werden die Pferde scheu gemacht mit irgendwelchen Asylabkommen vor dem Sommerloch. Und nach dem Sommerloch ging es dann gerade so weiter. Und es werden Grenzsoldaten wieder eingesetzt, die in 6 Wochen 4 Fälle zurückweisen und dabei wahrscheinlich viele Millionen an Geldern verbrauchen. Also wir müssen lernen, die Hintergründe zu analysieren, zu verstehen und die Politik zu stellen. Wir dürfen uns da nicht mehr einseifen lassen. Ja. Wir haben definitiv am meisten Flüchtlinge aufgenommen, Migranten aufgenommen in den letzten Jahren und müssen uns daher auch die Frage stellen, natürlich, das ist ja Teil der Gesamtproblematik, ich nehme Flüchtlinge auf, ich biete Schutz, egal ob es sich um einen Asylanten handelt, der akzeptiert wurde, das ist 1-3% der Fälle von allen, die gekommen sind, oder ob jemand subsidiär schutzberechtigt ist, weil er in seinem Land gerade noch Bürgerkrieg herrscht, wie in Syrien zum Beispiel, auch in Deutschland natürlich nichts tut, den zu beenden, oder ihn sogar teilweise mit befeuert, zumindest die NATO-Partner ganz aktiv. Ich nehme ja auf und schütze. Der zweite Punkt müsste sein, stabilisieren, befrieden. Da habe ich als Land natürlich auch einen großen Einfluss drauf, als mächtiges Land, als eine der größten Wirtschaftsmächte der Erde. Und der dritte Punkt wäre dann, ich ermögliche die Rückkehr und helfe beim Wiederaufbau. Aber bei letzterem besteht überhaupt gar kein Konzept. Also wenn jetzt zum Beispiel in Syrien, da ist die Gesamtschutzquote, also Anerkennung von Asylbewerbern war da im ersten Halbjahr 2018 verständlicherweise am höchsten. Und hier Eritrea, da war sie auch mit fast 70% sehr hoch. Wenn also jetzt diese beiden Länder kurz vor der Befriedung stehen, in Eritrea wurde vor wenigen Wochen ein Friedensvertrag bereits unterzeichnet, dann müssen wir doch auch darauf vorbereitet sein und müssen eine Programmatik schon entwickelt haben, wie dann diese Menschen wieder zurückkehren können, wie wir das fördern und wie wir eben entsprechend dann auch mit diesen Staaten kooperieren, um das zu verwirklichen. Aber nichts dergleichen geschieht. Nichts dergleichen geschieht. Die Abschiebungen sind letztendlich eine Teilstrategie, die sehr schlecht funktioniert. Sie kennen Berichte aus Ellwangen zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo 200 Polizisten benötigt wurden, um einen Asylbewerber dann in ein anderes europäisches Land zu verbringen, wo er 2 Tage später wieder über eine andere Grenze leicht zurückkommen kann. Das ist also nicht unbedingt effizient und zielführend, das ist noch nicht überzeugend, zumal ja 700.000 Ausreisepflichtige in Deutschland leben, aber eben nicht zurückgeführt, faktisch zurückgeführt werden können, weil die Behörden überhaupt nicht darauf eingestellt sind und weil auch kein entsprechender politischer Rückhalt dafür existiert. Es ist aber doch interessant, dass in einer Demokratie überhaupt nicht darauf geschaut wird von den führenden politischen Parteien im Bundestag, wie denn die Bevölkerung denkt. In dieser Grafik ist es mal aufgegliedert nach eben den Unterstützern verschiedener Parteien und Sie sehen, dass insgesamt 69% der Bevölkerung weniger bis gar nicht zufrieden sind, der Gesamtbevölkerung, mit der aktuellen Handhabung der Asyl- und Flüchtlingspolitik durch die Bundesregierung. Natürlich sind die Unionsanhänger und SPD-Anhänger etwas positiver eingestellt, weil die haben das ganze Jahr verbockt. Und die Grünen haben ja nie Opposition betrieben, weil das genau in ihrem Sinne war. Sie haben ja eher sogar die Fortführung der Koalition angeboten, sofern die CSU je ausbrechen sollte, was sie natürlich aus politischem Kalkül nie tun wird. Sie hätte es schon längst tun können, wenn sie es hätte wollen. Und dann sinkt es ganz klar weiter ab. Und Sie sehen interessanterweise, dass linke Anhänger und AfD-Anhänger ja eher deckungsgleiche Einstellungen haben, als wie diese beiden mit den übrigen Parteiunterstützern. Aber Fakt ist doch einfach, ein Problem wird wahrgenommen in der Breite der Bevölkerung, aber die Regierungen drücken sich um wirklich Lösungen, die überzeugen und die eine gewisse Konsequenz in sich bergen. Da müsste man doch eigentlich sagen, ja gut, das ist doch jetzt ein gefundenes Fressen für die Medien, die müssten da drauf einspringen
und müssten die Regierung entsprechend kritisieren. Sie sind ja schließlich, wie Sie sich gerne selbst bezeichnen, die vierte Macht, die vierte Gewalt im Staat, die die drei anderen staatlichen Gewalten kontrollieren. Wenn aber allerdings 73% der Journalisten, das ist eine Untersuchung von 2010 der Freien Universität Berlin, sich selbst persönlich links verorten politisch, dann ist es klar, dass natürlich auch die Medienberichterstattung entsprechend eine Tendenz aufweist. Das ist nicht der einzige Faktor natürlich, der die Medienberichterstattung bestimmt, aber es ist ein Faktum in den Sozialwissenschaften hinlänglich bekannt und nachgewiesen, dass die persönliche Haltung des Wissenschaftlers, des Journalisten beeinflusst, was er überhaupt an Faktoren wahrnimmt, wie er sie bewertet und wie er danach auch interpretiert und berichtet. Ja, und interessant ist doch auch, dass diese Problematik der Migration immer noch in Bayern zumindest von 52% der Bevölkerung, das ist ungefähr dreimal so viel wie die nächstfolgenden Probleme, als eben besonders bedeutend wahrgenommen werden. Und trotzdem versucht man eben hier einfach nur maximal mit Symbolpolitik, wenn dann die Umfragewerte nicht steigen, versucht man es zu umschiffen und stürzt sich auf andere Gebiete, passt sich dem Mainstream an, wie auch immer. Es ist ein wildes Agieren und dauernd nur schielen auf Umfragewerte. Und das hat nichts mit Demokratie zu tun. Da ist das Prinzip nicht, den Bürgerwillen umzusetzen, sondern nur die Macht zu erhalten. Und das drücken auch manchmal Experten entsprechend schonungslos aus. Hier eben Radek, der gesagt hat, dieser Kompromiss, das war der Asylkompromiss, den die CSU mit Merkel und der SPD ausgekartelt hatte, ist Augenwischerei und keine Lösung für einen funktionierenden deutschen Grenzschutz. Ja, für mich ist aber besonders wichtig auch noch zu sehen, wie verändert sich die Stimmung in der Bevölkerung. Es wird ja durchaus schon auch geritten auf den Ängsten der Bevölkerung, wenn zum Beispiel dann die Bild-Zeitung wirklich mit den schillerndsten Farben Terrorgefahren immer wieder ausmalt und auch die AfD natürlich weist darauf sehr hin, auf diese Gefahren, und hat dadurch sicherlich auch viel Zuspruch in der Bevölkerung gewonnen, hat sicherlich dieses auch ausgenutzt, um selber als Partei stark zu werden. Das ist Politikbetrieb, das ist einfach so festzustellen, muss man nicht beschönen. Aber die Frage ist doch, was wird daraus? Zugrunde liegen doch zunächst mal verschiedene Rechtsbrüche. Ich habe sie hier aufgelistet, möchte sie nicht alle vorlesen. Und es werden aber neue Gesetze eingeführt, die dann die bürgerlichen Freiheiten einschränken. Und da ist für mich dann wirklich, da läuten die Alarmglocken, da ist unsere Demokratie, unsere freiheitliche Gesellschaft in Gefahr. Denn wenn ich ganz klar nachvollziehen kann, dass die, die zunächst Gesetze verletzt haben, Recht und Ordnung einfach nicht durchgesetzt haben, auch gar nicht kontrolliert haben, wer über die Grenzen zu uns reinkommt. Die Geheimdienste wussten, dass ca. 2% derer, die zum Beispiel die Balkanroute genommen hatten, aus dem Islamischen Staat stammten, Al-Nusra oder anderen Kämpfergruppen. Warum hat man da nicht ordentlich kontrolliert und gegengesteuert? Man hat diese Gefährdung der Bevölkerung letztendlich wissentlich in Kauf genommen. Und jetzt kommt man mit Gesetzen, die man auf einmal aus der Schublade zieht und die bürgerlichen Freiheitsrechte massiv beschneidet. Und das ist das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern, das die CSU noch in Alleinregentschaft jetzt mit der absoluten Mehrheit im Landtag durchgepusht hat. Und Söder hat sich da nicht im geringsten beeindrucken lassen. Auf alle Proteste hin, die vor allem von Gewerkschaften, Linken, Grünen getragen wurden, hat er nicht reagiert, hat nur gesagt, ja, wir setzen eine Arbeitskommission ein, die das so ein bisschen begleitet. Das ist ein zahnloser Papiertiger. Und ich möchte auch noch erwähnen, dass die AfD auch hier sich ganz klar gegen dieses Gesetz ausgesprochen hat. Werner Mayer, der Vorsitzende des Landesfachausschusses Demokratie und Europa, hat ein ganz klares Statement abgegeben, dass dieses neue Polizeiaufgabengesetz zurückgenommen werden muss, da es die bürgerlichen Freiheiten einschränkt. Jeder kann auf nicht genau definierter Grundlage zum Gefährder erklärt werden. Heute mögen es Islamisten sein, morgen mögen es NATO-Kritiker sein oder Migrationskritiker sein. Sofern ihre
Macht in Gefahr ist, könnten sie leicht zu gefährden werden, können dann eingesperrt werden. Nach 3 Monaten muss mal ein Richter drüber schauen, ohne dass sie einen Anwalt haben dürfen. Und wenn er sagt, ja, finde ich auch gefährlich, den Mann, die Frau, dann bleiben sie weitere 3 Monate und das theoretisch lebenslänglich. Die Polizei darf zum Beispiel in ihre Wohnung eindringen, darf sie verwanzen, darf in ihre Festplatte eindringen, darf sogar Daten verändern, darf gegen ihr Wissen oder gegen ihren Willen ihre DNA nehmen und entschlüsseln. Also es ist ein Eingriff in unsere Grundrechte und davor stehen doch Versagensschritte genau dieser Parteien, die diese Gesetze einführen. Also da schrillen bei mir die Alarmglocken. Die CDU geht in merkelscher Manier mit dem Sicherheitsproblem so um, dass sie es einfach wegredet und für Sicherheit wirbt im Wahlkampf. Es ist grotesk, für Heimat in guten Händen wirbt sie. Also so funktioniert Marketing. Das, was sie am schlechtesten können, davon behaupten sie genau das Gegenteil. Und ein Gutteil der Bevölkerung scheint es noch zu glauben. Aber ich denke, die Prozentverluste, die die CDU und die SPD hinnehmen mussten und auch die CSU in der letzten Bundestagswahl haben gezeigt, der Bürger ist intelligenter als seine Medien. Er ist kritischer. Aber der Bürger hat natürlich auch Angst vor wirklichen Systembrüchen. Er hat Angst davor, dass es vielleicht radikale Umbrüche, radikale Änderungen gibt. Und das müssen wir auch berücksichtigen. Deswegen will ich hier eben auch diese vielschichtige, perspektivische Debatte anstoßen, dass wir wirklich zu Lösungen kommen. Also nicht einfach nur draufhauen auf das, was schlecht gelaufen ist, sondern uns Gedanken machen über pragmatische und sinnvolle, zielführende, zukunftsfähige Lösungsansätze. Einer davon wird zum Beispiel interessanterweise von China in Afrika betrieben. Sie investieren oder investierten 2016 36 Milliarden Dollar in Afrika, in den verschiedensten Bereichen Industrie, Infrastruktur, Landwirtschaft. Natürlich mit eigenem Nutzen und Gewinn, aber auch mit Nutzen und Gewinn für die Entwicklung Afrikas. Deutschland liegt ganz unten hier in der Skala, noch hinter der kleinen Schweiz. Und ich frage mich, warum? Warum verschlafen wir die Potenziale, aber auch die Probleme Afrikas? China hat jetzt beschlossen, seine Investitionen sogar auf 60 Milliarden anzuheben. Und wir schlafen weiter vor uns hin, obwohl uns die Bevölkerungsprognosen bekannt sind. Ich höre immer wieder auch aus den Reihen der AfD, wir können uns nicht um die ganze Welt kümmern. Die Afrikaner sollen ihre Probleme selber lösen. Sie sind ja eh nicht fähig dazu. Wir müssen die Grenzen dicht machen. Das ist eine Einstellung, die in der Bevölkerung relativ weit verbreitet ist, nicht nur in der AfD. Aber sie rührt von einem gewissen Unverständnis letztendlich der Gesamtzusammenhänge der Probleme her. Denn sie können natürlich Grenzen nur für 5 bis 10 Jahre weiterhin dicht machen, wenn sie entsprechend konsequent vorgehen. Aber sie können natürlich nicht verhindern, dass die Bevölkerung in Afrika alle 10 Tage um 1 Million Einwohner wächst und dass wir im Jahr 2050 2,5 Milliarden Menschen in Afrika haben werden. Und wenn in vielleicht 10 oder 20 Jahren dann nicht mehr 400 oder 600 Leute einen Grenzzaun in Ceuta stürmen werden, sondern eben Zehntausende und vielleicht an verschiedenen Stellen gleichzeitig, dann haben sie keine Chance, wenn Millionen, zig Millionen sich auf den Weg machen, das umzukehren. Und deswegen plädiere ich dafür, bitte nehmen wir die aktuellen und schon lange bekannten Probleme Afrikas wahr und ernst und tragen wir dazu bei, sie zu lösen. Das ist unsere heilige Pflicht und es ist auch unser Interesse. Sie sehen hier, Nigeria wird 2050 schon fast 400 Millionen Einwohner haben. Heute sind es 190 Millionen und 2100 geht man von 740 Millionen aus. Die Ressourcenlage, die Böden, die Wasserverfügbarkeit, all das wird nicht besser. Die Konflikte werden zunehmen. Das heißt, wir müssen hier und jetzt uns Gedanken machen, wie wir Entwicklung besser fördern können. Allerdings müssen wir auch
berücksichtigen. Es geht nicht allein darum, Armut zu lindern, wenn wir Migration verhindern wollen. Das ist natürlich aus humanitärer Perspektive wichtig. Aber wir müssen auch erkennen, wenn die Wirtschaft wächst in diesen Ländern, dann wächst auch die Mittelschicht, die eben migrationsmäßig mobil wird. Also das heißt, bei Flucht und Migration gibt es in der Tat eine Art darwinsche und sehr unbarmherzige Selektion. Das heißt, die Ärmsten in den Flüchtlingslagern werden sie nicht in Deutschland wieder treffen. Es ist in der Regel die Mittelschicht, die das Kapital aufbringen kann, vielleicht auch von der Familie oder durch Hausverkauf etc. zusammenbringen kann, um dann eben nach Europa zu kommen. Die Ärmsten, die also die meiste humanitäre Not auch zu erleiden haben, bleiben in diesen Ländern und kriegen in der Regel nicht geholfen. Wenn sie zu einer Botschaft Deutschlands im Irak kommen, werden sie abgewiesen. Sie müssen quasi jetzt erstmal das Cash aufbringen, um den Schlepper zu bezahlen, um dann eben nach Europa zu kommen, und dann erst setzt die Willkommenskultur ein. Das ist bigott. Das ist letztendlich borniert, denn wenn wir wirklich Weltbürger sein wollen, was ja immer von all den Parteien und Unterstützern auch geclaimed wird, die Refugees Welcome rufen, dann müssen sie auch erkennen, die größte Not wird nicht gelindert, beziehungsweise sie könnte dort mit einer bis zu 100-fachen Effizienz des Mitteleinsatzes gelindert werden, aber wir schauen weg und freuen uns an der eigenen guten Charaktereigenschaft, die wir hier bewiesen haben. Und Sie sehen, unter den 10 schnellst wachsenden Ökonomien der Welt 2018 sind 6 afrikanische Länder, aus denen auch viele Flüchtlinge kommen. Also die Problematik lässt sich nicht nur durch Armutsbekämpfung lösen. Wir brauchen auch tatsächlich Kooperationen mit diesen Staaten, dass sie eben ihren Bevölkerungen Perspektiven bieten. Und es gibt in Ghana zum Beispiel auch Häuptlinge, die wirklich auch unter ihrer Bevölkerung Werbung machen. Geht nicht nach Europa, bleibt hier, bewahrt unsere Kultur, baut hier eure Zukunft auf. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Moment. Ja, die Push- und Pull-Faktoren nur ganz kurz angerissen. Push-Faktoren sind klar schon benannt. Armut. Natürlich Kriegseinsätze dann auch der NATO oder Destabilisierung von dortigen Regierungen durch sogenannte Rebellen oder Terroristengruppen. Bevölkerungsexplosion, wenn es keine Perspektiven mehr gibt für die junge Bevölkerung. Dann gab es auch bei uns Landflucht in den vergangenen Jahrhunderten. Und Pull-Faktoren sind natürlich die Hoffnung auf mehr Wohlstand. Und das ist teilweise aber eine Illusion. Vielen Migranten ging es in ihren Herkunftsländern relativ gesehen besser als jetzt hier. Da gibt es auch viel Enttäuschung, Wünsche wieder zurückzukehren, die aber teilweise dann von der deutschen Bürokratie verunmöglicht werden. Die Überwindbarkeit von Grenzen lädt natürlich auch ein, dass weiter migriert wird. Und die demografische Entleerung Europas ist natürlich auch, weckt auch letztendlich die Illusion, ja, wir werden ja gebraucht, und es wird ja auch so formuliert, und es müsse ja eine Art Ersatzmigration geben, wie das schon die UNO 2001 in einem eigenen Papier, in einem wissenschaftlichen Papier so formuliert und der EU, Japan und Nordamerika empfohlen hat, Ersatzmigration. Ja, Kettenmigration habe ich schon angesprochen. Das besagt eben, dass man dahin migriert, wo es schon Verwandte gibt. Und ein wichtiger Aspekt zur Lösung der Migrationskrise ist auch, dass wir nicht weiter Anreize schaffen, dass sich viele Menschen in Schlauchboote begeben und dort ihr Leben aufs Spiel setzen. Es ist mittlerweile gut nachgewiesen, und da müssen wir auch die Expertise der libyschen Küstenwache respektieren. Die sagt ganz klar, wenn eben außerhalb der 12-Meilen-Zone lauter NGOs herumkreuzen und letztendlich völlig seeuntaugliche Schlauchboote gleich in Empfang nehmen, teilweise in waghalsigen Manövern versuchen, der libyschen Küstenwache zuvorzukommen, um die Migranten aufzunehmen, dann locken sie natürlich immer mehr Migranten nach. Es gibt mittlerweile nachweislich ein regelrechtes Business, das sich darauf eingestellt hat, auf diese neue Situation. Früher hatten die Schlepper hochseetaugliche Schiffe nutzen müssen, weil sie bis Italien kommen mussten. Und diese Schiffe wurden dann eben zerstört im Zuge der Bekämpfung des Schlepperwesens seitens der EU-Grenzschutztruppen.
in Marineeinsätzen. Und dann haben die Schlepper umgestellt und haben keine eigenen Kapitäne mehr eingesetzt, die auch ein Schiff lenken können, sondern kaufen aus China billige Schlauchboote, die wirklich nur einmal benutzt werden, einen billigen Außenborder haben. Da sitzt auch ein Migrant selber, der kurz eingelernt wird am Steuer des Bootes, und das Boot wird danach einfach aufgegeben und die Gewinnmargen sind entsprechend hoch, weil sie einfach immer wieder neue Gummiboote nachkaufen und so ein riesiges Vermögen machen. Das ist durchaus zu vergleichen mit dem System kommunizierende Röhren. Also wenn Sie einen Schlauch in ein Wasserfass reinhängen und das tiefer senken als das Wasserfass und Sie ziehen dran, dann läuft das Wasser und es läuft so lange, bis das Fass leer ist. Das ist etwas vereinfacht, aber das ist das Prinzip. Sie schieben eine Migration an, die höchst gefährlich ist. Und da müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass allein 2017 über 5000 Menschen auf diesem Weg gestorben sind im Mittelmeer. Und das muss also hier schematisch dargestellt, das muss abgestellt werden. Es kann nicht sein, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Italien verklagt hat, weil sie 2014 nicht nach Italien Seenot gerettet haben, sondern nach Libyen. Bei Seenotrettung geht es eigentlich nur darum, wieder sicheres Land unter den Füßen zu haben und nicht Migrations- oder Schlepperdienste zu vollbringen. Aber wenn natürlich das gesetzliche Rahmensystem und die Interpretation seitens der Richter so ausgelegt sind, dass sie als Staaten kaum noch Möglichkeiten haben, da anders zu agieren, dann ist es natürlich schwierig und dann ist es ein politisches Problem, was einfach in der Gesellschaft und auch in den Parlamenten offen diskutiert werden muss. Und wir müssen auch mal in Betracht ziehen, dass Australien, das zwar immer als unbarmherziges Beispiel im Umgang mit Flüchtlingen genannt wird, die Problematik der Toten durch eben Flüchtlinge, die übers Meer ins Land kamen, gelöst wurde, auf null gesenkt wurde seit Jahren, weil sie eben klargemacht haben, es gibt keine Möglichkeit, auf dem Seeweg nach Australien reinzukommen. Wer trotzdem ankommt, und das hat sich dann ganz schnell erledigt gehabt, die Ströme sind quasi versiegt, wurde in Nauru, also 3000 Kilometer vor der australischen Küste oder teilweise auf kleinen Inseln vor der Küste untergebracht. Ich möchte jetzt das nicht besonders als Modell loben. Ich weiß nicht, wie menschlich es zugeht in diesen Lagern, aber klar ist, dass wenn wir eben Lösungen suchen, dann müssen es tatsächlich Unterbringungen sein außerhalb des Schengen-Raums und es müssen natürlich menschliche Unterbringungen sein, die humanitären Gesichtspunkten gerecht werden und es muss auch gleichzeitig an die Perspektive eben der Rückkehr in die Heimatländer gedacht werden und des Aufbaus der dortigen Zukunft dieser Menschen. Aber wie gesagt, es ist problematisch, wenn wir einfach so tun, als hätten wir kein Problem, denn die Grenzübertritte werden auch zunehmend gewaltvoller. Das war jetzt erst Ende Juli, dass da rund 600 Migranten auch Gewalt eingesetzt haben, selbstgebaute Flammenwerfer, Brandkalkätzenden teilweise auch auf die Polizisten geworfen haben, die verletzt haben und teilweise auch mit Kot beworfen haben. Das sind also sehr unschöne Szenen, die sich abgespielt haben. Und die zeigen einfach den Migrationsdruck, der vorherrscht. Und diese Probleme schreien einfach nach Lösungen. Ja, und jetzt möchte ich abschließen mit einem Vorschlag zur Diskussion, wie wir eben vorgehen könnten. Das ist ein Auftakt zur Diskussion, der soll und muss natürlich alle Wissenschaftsdisziplinen, alle politischen Strömungen, die gesamte Gesellschaft mit einbeziehen. Aber wir brauchen so eine Diskussion, um weiterzukommen. Also wir brauchen zunächst einmal einen Stopp aller militärischen Interventionen für Regierungsumstürze in der Nachbarschaft Europas. Wir müssen unsere Nachbarländer stabil halten und dürfen da nicht als Brandstifter unterwegs sein. Das ist mal die Grundvoraussetzung für alles, sonst können wir alle anderen Schritte gleich vergessen. Stopp von Waffenlieferungen ist genauso wichtig. Sie erinnern sich an die Grafik der Korrelation zwischen Waffenexporten. Das sind schnelle Gewinne, aber die Kosten sind extrem hoch, wenn wir dann eben die Flüchtlingsströme im Nachhinein betrachten. Dann die Revision auch von schädlichen EU-Außenhandelsabkommen. Economic Partnership Agreements werden die genannt. Das hat nichts mit Partnerschaft zu tun, da setzt sich Europa durch, seine eigenen Interessen durch. Natürlich wird Zollfreiheit für afrikanische Exporte
in vielen Bereichen gewährt, aber sie sind einfach nicht konkurrenzfähig, können sie ausschöpfen. Europa ist konkurrenzfähig. Warum? Weil sie den Markt verzerren. Sie stecken Milliardensubventionen in die Landwirtschaft und dann werden eben diese zu Tode subventionierten Geflügelprodukte werden dann eben nach Ghana transportiert. Ich habe die selber dort gegessen, als ich mit meiner studentischen Exkursion dort war vor wenigen Jahren. Und dort stirbt dann eben der kleine Farmer, der nicht mehr Hühner selber züchten kann, weil die Geflügelteile, die gefroren aus Europa kommen, billiger sind. Das muss gestoppt werden. Dann muss die Entwicklungshilfe natürlich völlig reformiert werden, sie muss revolutioniert werden, aber dann auch massiv aufgestockt werden. Und sie muss natürlich zielgesteuert werden, vor dem Hintergrund dessen, was wir hier diskutiert haben. Und bitte denken Sie nicht daran, dass das rausgeschmissenes Geld ist, denn es ist bekannt, dass Entwicklungshilfe, sie soll ja gar nicht nur unseren eigenen Interessen dienen, unseren Industrieinteressen insbesondere dienen. Das ist aber in der Vergangenheit hauptsächlich so gewesen. Also mit jedem Euro, den wir in Entwicklungshilfe gesteckt haben, wurde auch ein Euro an Exporten gefördert. Das sind so Statistiken, die eigentlich der Regierung bekannt sind. Aber auch wenn wir Entwicklungshilfe leisten, die den Menschen dort vor Ort hilft, dann hilft es uns in unbezahlbarer Höhe im Sinne der Stabilisierung dieser Länder. Dort entstehen natürlich dann auch Partner, dort entstehen Märkte, dort entwickeln sich Staaten, die in Zukunft auch unseren Wohlstand wieder stärken können. Das ist also keine verlorene Investition. Und dann müssen Rückführungsabkommen verhandelt werden mit den Rückführungsstaaten und da eben nicht in diesem Sinne, dass man sagt, na gut, wenn ihr eben Migranten nicht zurücknehmen wollt, dann bleiben sie eben bei uns. Das ist bislang so. Also die Staaten können sich weigern oder Tunesien kann sagen, wir nehmen pro Tag nur maximal 15 zurück. Das heißt, gibt es einen Abschiebeflug, dann kann dieser Abschiebeflug nur mit 15 Personen besetzt werden. Das ist also völlig kosteninneffizient und Deutschland lässt es einfach mit sich machen. Also da muss anders verhandelt werden. Und der sechste Punkt ist, die Grundlagen, die rechtlichen und politischen Grundlagen für Asyl müssen angepasst werden an die heutige Zeit. 1951, da wurde das Genfer Flüchtlingsabkommen geschlossen. Da ging es eigentlich um Einzelfälle politisch Verfolgter, die bei uns geschützt werden sollten. Heute befinden wir uns im Zeitalter der globalen Massenkommunikation, der globalen Massenmigration. Und da brauchen wir andere Regularien, um entsprechend Migration so zu steuern, dass sie auch zum Nutzen, zum nachhaltigen Nutzen der Bevölkerungen ist, auf beiden Seiten, in den Herkunftsländern und auch in den aufnehmenden bzw. nicht aufnehmenden Ländern. Dann brauchen wir massive Rückführungsprogramme und darunter verstehe ich nicht allein Abschiebungen. Es ist klar, wenn Asylbewerber massiv kriminell werden, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass sie in einem Rückführungsprogramm leicht integrierbar sind in ihrer Heimat, dass ich sie einbinden kann, zum Beispiel in ein Ausbildungs- und Entwicklungsprojekt vor Ort. Die werden auch dort mir Schwierigkeiten machen. Also es muss durchaus auch Härte geben in gewissen Fällen, wo harte Kriminalität vorgefallen ist, wo unsere Gesetze, unsere Werte überhaupt nicht geachtet werden, da muss es Abschiebungen geben und auch entsprechende Bestrafung geben. Das sieht Recht und Gesetz so vor. Aber die Rückführung muss, damit sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verstanden und mitgetragen wird, so gestaltet sein, dass sie Chancen für die Rückgeführten bietet, in diesen Ländern in Sicherheit und Stabilität ihre Existenz wieder neu aufzubauen und dort eben auch ein besseres Leben zu finden. Und wie ich schon gesagt hatte, das sind keine verlorenen Ausgaben und Kosten, die wir haben. Das ist eine Fürsorgepflicht, die zugleich verbunden ist mit einem immensen langfristigen Gewinn für unser eigenes Land. Ja, die Situation sieht, wenn wir es langfristig betrachten, bedrohlich aus. Ich bin dankbar, dass Sie nicht einfach weiter Golf spielen oder Schafkopfen oder was auch immer, sondern zu einer solchen Diskussionsveranstaltung gekommen sind, sich selber mit einschalten. Und genau das ist jetzt das Ziel. Ich freue mich auf Ihre Diskussionsbeiträge. Dankeschön.